Wir sind in Georgien angekommen und machen einen Tag Pause in Batumi. Weiter geht's entlang der Schwarzmeerküste bis nach Ureki. Dann geht's ins Landesinnere und wir radeln über Vani zu unserem nächsten längeren Aufenthalt in Kutaisi. Wir schauen uns Batumi an, insbesondere den Batumi Boulevard am Strand. Endlich gibt's wieder Schweinefleisch nach 6 Wochen Türkei. Nicht alles ist auf Hochglanz hier. Am Abend gehen wir in die Bar im Alphabet Tower und genießen von dort oben, wie die Lichter der Stadt angehen. Als wir am nächsten Morgen losfuhren, waren viele Soldaten am Hafen. Für uns sah es nach einer Militärparade aus. Auf einem Campingplatz an diesem schwarzen Sandstrand haben wir unser Zelt aufgeschlagen. Wir waren aber nicht ganz allein am Strand. Tiere aller Art gehören hier auch zum ganz normalen Straßenverkehr. Man muss hier mit allem rechnen. In Vani gibt es bei Eduard, seiner Mutter und seinem Riesenhund leckeres georgisches Essen. Nach einem ebenfalls leckeren georgischen Frühstück mussten wir wieder die Straße in Richtung Kutaisi mit den Tieren teilen. Ein kleiner Umweg führte uns zu dieser kleinen, aber heißen Quelle. In Kutaisi angekommen, schauen wir uns gleich diesen Brunnen an. Die Seilbahn bringt uns zu einem etwas in die Jahre gekommenen Vergnügungspark. Die georgische Verkabelungskunst erinnert uns an Thailand. Das Essen war oberlecker. Wir fahren mit dem Bus zum etwas außerhalb gelegenen Kloster Gelati. Allerdings ist es von der Bushaltestelle bis zum Kloster noch so ungefähr 1 Stunde Wanderung mit ca. 300 Höhenmetern. Die große Kapelle war leider außen und innen angerüstet. Die Bagrati-Kathedrale ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Kutaisi. Sie befindet sich ganz in der Nähe unseres Hostels.